Nun aber zu den eigentlichen Problemen. Guten Tag allerseits. Meine Mitarbeiter, also heute sagt man weniger hierarchisch, mein Team, haben sich überlegt, dass wir mal was total Innovatives machen. Und das machen wir. Wir machen nämlich jetzt hier so einen Podcast oder was weiß ich, wie man das heutzutage nennt. Und das findet hier statt im Clara-Zetkin-Saal. Das ist der Fraktionssaal der Linken. Und den haben wir natürlich ausgewählt, weil man hier grundsätzlich gute Laune hat. Und heute die erste Folge machen wir. Vielleicht noch zur Erklärung. Ich habe voll das geschwollene Auge. Das sieht richtig scheiße aus. Ich habe eine Bindehautentzündung und die Augenärztin sagte, ich könnte da eine Augenklappe drüber machen. Aus naheliegenden Gründen habe ich das abgelehnt und deswegen müsst ihr das jetzt euch angucken. Also mein erster Gast heute ist Heidi Reicheneck aus Osnabrück, Bundestagsabgeordnete der Linken, und wir wurden jetzt hier hingesetzt und sollen uns unterhalten und die Zeitläufe hier kommentieren. Also willkommen, Heidi. Ja, moin, ich freue mich auch mega, weil auch mich hat mein Team gezwungen, hier zu sein, genauso wie dich. Deswegen wird es jetzt eine richtig wilde und lustige Veranstaltung und mich hat auch keiner gewarnt, dass du irgendwie ansteckend bist, aber das macht es ja jetzt auch nicht mehr schlimmer. Von daher... Glaube ich, bin ich auch nicht. Wir wollen ja ein bisschen natürlich über Politik reden, weil wir sind ja Politiker. Und also diese Woche hier im Bundestag ist ja geprägt worden von der ganzen Asyldebatte. Die haben alle rassistisches Tourette ohne Ende. Also man kann sich ja nur noch übergeben, was hier abgeht. Du hast das mitgekriegt, Merz mit dem Zahnarzt. Also auf seine naheliegende Idee, dass das vielleicht so Privatpatienten das Problem sind wie er, könnte man ja auch kommen. Und das Zweite, wo du noch mal ein bisschen was sagen könntest, ist ja die ganze Frage Kindergrundsicherung. Das ist ja voll dein Schwerpunkt. Und wir haben das ja im Bundestag hier erlebt in der letzten Zeit. Also 100 Milliarden Euro für Aufrüstung, das geht hier mal eben schnell durch. Und bei der Kindergrundsicherung war das ja wirklich ein erbärmliches Spiel. Da das nicht mein Schwerpunkt ist, hast du jetzt die Chance dazu, total schlaue, kämpferische Dinge zu sagen. Ja, es ist total schwierig, was Schlaues zu diesem absoluten Schwachsinn zu sagen, der da verabschiedet wurde vom Kabinett. Weil das Ding ist ja, also es war jetzt nicht nur die Woche, wo man auf Ausländer draufgekloppt hat, sondern eben auch auf arme Kinder und Jugendliche. Weil das, was da jetzt beschlossen wurde, ist halt ein Witz. Und ich glaube, das wissen jetzt auch schon alle, weil diese Zahlen seit Wochen irgendwie kursieren. Es gibt 2,4 Milliarden, das ist absolut lächerlich. Also vorher hat ja selbst Lisa Paus, die Familienministerin, 12 Milliarden gefordert. Wir als Linke sind bei über 20 Milliarden, genauso wie die Sozialverbände, Gewerkschaften, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Also alle, die Ahnung haben, ne, die sagen, wir brauchen mindestens 20 Milliarden, um das zu bekämpfen, weil wir dann auch weniger Kosten hätten. Rund 100 bis 120 Milliarden im Jahr kostet uns Kinderarmut, da wäre es ja voll klug, wenn man dann 20 Milliarden investiert. Und da hat sich die Regierung gesagt, nö, finden wir doof und außerdem finden wir arme Kinder und Jugendliche gar nicht so schlimm. Deswegen gibt es eigentlich nur einen Inflationsausgleich und einen schönen neuen Namen, weil das können die ja gut, ne? Also Hartz IV ist jetzt auch Bürgergeld. Und was eine meiner Lieblingszahlen war irgendwie diese Woche, war dieses, wir holen 1,9 Millionen Kinder aus dem Bürgergeld. Also die kriegen jetzt den dritten Namen. Nachdem sie Hartz-IV-Kinder waren, waren sie dann Bürgergeldkinder und jetzt kriegen sie Kindergrundsicherung. Es ändert aber halt absolut nichts. Und ich finde das faszinierend, wie das gerade die Grünen mit einem Schwung vor sich hertragen und wirklich sich da hinstellen und das richtig geil finden. Und ich sitze da immer und weiß nicht, müsst ihr das sagen? Also ist das jetzt irgendwie so ein Zwang? Oder also ich finde, die Grünen sind ja, das ist ja nicht die schlimmste Partei, die es gibt, aber es ist definitiv die verlogenste Partei. Das kann man ja zumindest schon mal festhalten. Also in dem Fall ist es wirklich extrem, ne? Weil ich mir denke, ihr wisst es, glaube ich, doch durchaus besser. Und trotzdem stellt ihr euch hin und behauptet, wir sind jetzt irgendwie einen Schritt näher an der Bekämpfung von Kinderarmut, an der Abschaffung, haben sie ja sogar gesagt. Und das sind wir halt nicht. Und vor allen Dingen, jetzt ist es ja besonders spannend, nachdem die FDP quasi die ganze Zeit gesagt hat, ja, wollen wir eigentlich nicht und geben euch kein Geld für. Und dies, das, sagt jetzt auch die SPD. Naja, wir wollen es jetzt auch gar nicht irgendwie im Bundestag diskutieren, weil irgendwie sind wir uns ja doch noch nicht ganz einig. Das heißt, es läuft jetzt einfach irgendwie vor sich hin und keiner weiß, was als nächstes passiert. Aber sag noch mal ganz kurz, bei der Kindergrundsicherung ist halt die Idee, alle Leistungen, die es gibt sozusagen, dort gibt es eine Leistung, dort gibt es eine Leistung, war doch die Idee, das zusammenzufassen. Was würdest du denn als ordentliche Sozialistin sagen, wie müsste es denn so optimal gestaltet werden? Na, das ist der eine Punkt, dass man diese Leistung bündelt und man nicht ständig irgendwie bei x Ämtern stehen muss und die Hand aufhalten muss und noch einen Antrag, wo das Gleiche drin steht und wieder einen Antrag. Ja. Das ist ja momentan so, ne? Also die Leute, die sich da ein bisschen auskennen oder selber betroffen waren, du musst dann auch einen Antrag stellen und nachweisen, dass der abgelehnt worden ist, damit du dann beim nächsten Amt einen Antrag stellen kannst. Das ist ja nur noch Wahnsinn. Das kenne ich ja aus meiner Zeit in der Jugendhilfe. Den Bums musste ich da ja auch machen. War ein Traum. Haben auch alle richtig gut verstanden, wie das läuft. Und das, was hier überhaupt nicht diskutiert wird, ist die Höhe dieser Kindergrundsicherung. Also eigentlich müsste man gucken, was braucht so ein Kind, so ein Jugendlicher, damit er hier irgendwie vernünftig leben kann, damit er irgendwie Essen auf dem Tisch hat und vielleicht auch mal irgendwie ins Kino kann, was ganz verrückt ist, oder ins Schwimmbad, solange es noch eins gibt. Kannst du ja wahrscheinlich auch noch viel zu erzählen, das ist ja auch so ein Schwerpunkt von dir. Ja.
Und dann guckt man, okay, wenn ich das jetzt hochrechne, ne, diesen Betrag X plus alle Kinder und Jugend, die ich habe, dann komme ich auf eine gewisse Höhe. Und das wird halt überhaupt nicht gemacht, sondern man hat irgendwie so eine Zahl ausgewürfelt. Also ich weiß nicht, wo die herkommt. Die war irgendwann da und jetzt ist sie halt Fakt und das wird jetzt verteilt. Und davon, diesen 2,4 Milliarden sind ja noch 500 Millionen reine Verwaltungskosten. Und das Witzige ist, sie wollen das jetzt über die Familienkassen machen, also über die Bundesagentur für Arbeit. Und die sagen, also wir brauchen 2000 neue Leute und wir schaffen das zum 01.01.2025 gar nicht. Also das ist halt irgendwie von allen Seiten große Begeisterung und große Erfolgsaussicht. Also viele angekündigt und selbst bei diesen mickrigen Beträgen werden sie es nicht hinbekommen, das sozusagen in dem Zeitrahmen sozusagen umzusetzen. Es sieht nicht danach aus. Also es ist momentan eine Verwaltungsreform, dieses Zusammenziehen. Und von der Höhe her ist es einfach lachhaft. Und ich denke mal, sie werden das noch so weit nach hinten schieben, dass es dann nochmal ein Thema im Wahlkampf werden kann, so nach dem Motto, aber jetzt machen wir es dann wirklich, wirklich. Also es ist halt eine Verarsche. Ja, dann sag aber nochmal, was sind sonst deine Schwerpunkte? Was machst du sonst noch im Bundestag? Weil wir müssen ja hier irgendwie diese Zeit füllen und wir sollen ja hier auch also Politik machen und wir wollen gar nicht erst versuchen, irgendwie witzig zu wirken, weil das grundsätzlich immer unwitzig wirkt. Nee, dafür sind wir auch zu alt. Sind wir auch zu alt für. Erzähl nochmal ein paar Dinge, aber bevor wir vielleicht noch zu den inhaltlichen Sachen kommen, eine Sache. Ich bin ja eigentlich nicht mehr parlamentarischer Geschäftsführer, aber da wir es nicht hinkriegen, einen neuen Vorstand zu wählen, bin ich es dann irgendwie doch noch und bin ja auch im Ältestenrat. Letzte Woche war ich, also wegen meinem Matschauge, krank und da warst du ja Thema im Ältestenrat, weil die Faschos haben sich über deine Tattoos aufgeregt. Ich finde, das müssen wir unbedingt verbreiten. Kannst du noch mal kurz sagen, was eigentlich, die haben viele Probleme, aber was ihr Problem gewesen ist? Ja, willst du sagen, was ein Ältestenrat ist? Wissen Leute, was ein Ältestenrat ist? Ach so, ja, Ältestenrat, da sind also, könnte man sagen, ja, also die Ältesten nicht per se, aber ich denke so, die nicht die Allerdümmsten sind da. Die kommen da einmal in der Woche zusammen mit dem Präsidium des Bundestages, die parlamentarischen Geschäftsführer, und da redest du über die Tagesordnung. Und vor allem, seitdem die Faschos hier im Haus sind, ist immer der Punkt Sonstiges besonders toll. Da geht es dann darum, wer hat wie rumgepöbelt, wer hat welchen Ordnungsruf bekommen. Also du kriegst zum Beispiel einen Ordnungsruf, ich weiß gar nicht, was habe ich letztens noch gesagt? Irgendwie irgendein Nazi hat halt eine Nazi-Rede gehalten und ich habe halt gesagt, das ist eine stabile Nazi-Rede und dafür gibt es dann zum Beispiel einen Ordnungsruf, also verrückterweise. Vollkommen willkürlich. So, genau, und sowas wird in dem Ältestenrat, in diesem erlauchten Gremium, wird das dann besprochen. Und da warst du ja Thema, aber das war die Sitzung, wo ich nicht da war, also deswegen auf jeden Fall, was war los? Berichte ich dir das gerne, vor allem, ich freue mich ja, dass ich in diesem erlauchten Gremium mal Thema war, also es war so, wir hatten ja jetzt in den letzten Sitzungswochen noch ein paar warme Tage und ich saß dann in einem Kleid mit Trägern, also so, dass man meinen ganzen Arm sehen konnte, mein Linken, der ja voller Tattoos ist im Plenum. Ne? Also ich, das können jetzt die, die zuhören, nicht sehen. Die, die zusehen, können es sehen. Ist verrückt. Und dann haben die Faschos von mir Fotos gemacht, was übrigens verboten ist. Ne? Also man darf ja in der Plenarsitzung Fotos machen, aber hey. Aber sie haben das gemacht zur Beweissicherung, dass ich Tattoos habe, weil man weiß ja nie, wann die wieder abgehen. Das passiert schnell. Ne? Also wenn du einmal blöd hier kratzt, schon ist das Tattoo runter. Na, auf jeden Fall haben sie Beweissicherung gemacht und haben dann gesagt, hier, die Frau sitzt da mit Tattoos und das ist der Würde des Hauses nicht angemessen. Nun ist es ja schon wild, dass Nazis von der Würde des Hauses sagen. Ne? Ja. Ja, genau. Und ich bin, glaube ich, auch nicht die Einzige. Also ich habe das Gefühl, du hast auch das ein oder andere Tattoo auf dem Arm sogar. Also wenn du jetzt da irgendwie mit einem Trägertopf sitzen würde, ja, dann wäre das genauso problematisch. Und dann haben sie sich beschwert und haben den PräsidentInnen, also Vizepräsidenten allen gesagt, die sollen jetzt mal bitte was machen. Und die haben dann gesagt, nee, also da ist nichts, was soll das sein, und haben das jetzt an den Ältestenrat zurückgegeben und ich darf weiter meine Tattoos tragen. Also ich muss die nicht. Es war heute nicht mehr Thema. Ja, Gott sei Dank. Also ich muss sie nicht übermalen, ich muss auch nicht irgendwie in der Burka rumlaufen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie dein Vorschlag gewesen wäre. Also da sind sie ja sonst gar nicht so wild drauf, aber das wäre ja Option B dann irgendwie, Baby Burka quasi. Ja, also aber erzähl nochmal, um darauf zurückzukommen, irgendwie, erzähl doch. Jetzt noch mal, komm, hör doch mal auf zu lachen die ganze Zeit. Das ist nicht witzig, ja. Das war keiner hat hier Spaß. Begrenzt platter Witz, aber gut. Wir wollen ja auch nicht. Das ist das Niveau unserer Zuhörenden und Zuschauer. Wir wollen ja ein bisschen locker das hier gestalten. Aber sag noch mal ganz kurz, was würdest du sagen, was ist noch der Schwerpunkt? Was findest du, liegt noch an und wo muss man noch mal also ordentlich Welle eigentlich machen? So, wie würdest du das einschätzen? Na, das sind mehrere Punkte, aber ein ganz wichtiger in meiner Funktion als Kinder- und Jugendpolitische Sprecherin. Ich habe ja noch x andere. Das ist ja so, wenn man irgendwie so ein kleines, starkes, engagiertes Team ist, dann darf ja jede Person besonders viel machen, ist das ganze Thema Kita. So muss, glaube ich, auch nicht viel zu erzählen, finden irgendwie alle scheiße, weil die sind ständig zu, irgendwie ständig
jemand krank, es sind zu wenig Leute da, die sich um die Kinder kümmern und die Eltern können sich nicht drauf verlassen und irgendwie plätschert das seit Jahren und Jahrzehnten vor sich hin. Und wir wollen nochmal einen Antrag stellen zum wiederholten Male, dass wir ganz klar sagen, der Bund muss sich da an der Finanzierung beteiligen. Dann sagt mir immer irgend so ein FDP-Matthias oder so ein FDP-Christian, ne, das ist ja bei Ländersache, wo ich mir denke, ah, scheiße, das hat mir keiner gesagt, ich mache seit Jahren irgendwie Politik und bin der Jugendhilfe und ich wusste nicht, dass die Kitas eine Länderverantwortung sind. Naja, dann ziehe ich den Antrag zurück. Naja, aber auf jeden Fall könnte der Bund sich natürlich mehr beteiligen, indem er zum Beispiel über Projektmittel oder über bestimmte Pakete, die er schnürt, mehr Geld an die Länder gibt. Das wird natürlich nicht gemacht, weil... Ja, ich meine, du könntest die ganze Struktur auch ändern. Du könntest einfach sagen, wir machen eine bundeseinheitliche Regelung insgesamt für den Bildungsbereich. Genau. Ne? Das ist ja absurd. Also versteht ja auch kein Mensch. Ne? Nee, also. Natürlich nicht. Ne? Und das wäre halt schon mal eine Hilfe, dass man da mehr Geld reingibt, damit die da irgendwie die Strukturen aufbauen können, damit die beispielsweise Personal gewinnen können, damit zum Beispiel Ausbildung möglich ist neben dem Job oder in Teilzeit oder was auch immer. Also einfach, dass Leute motiviert werden, diesen Job zu machen, ne? Der ja eh schon nicht pralle bezahlt ist. Die Arbeitsbedingungen sind mehr als bescheiden. Also das würde schon helfen, aber auch da habe ich dann meistens so einen FDP-Matthias oder Christian, der sagt, Geld ist nicht die Lösung. Das ist auch ein neuer Take, machen die aber sehr oft und denkst dir, aber das Geld bezahlt die Lösung. Also das wird nochmal ein Riesenthema, weil es außer uns kein Mensch aufgreift, ne? Also wir hatten schon aktuelle Stunden dazu, Anträge dazu und alle sagen immer, wie wichtig das ist, nur machen wollen sie dann irgendwie nichts. Und deswegen setzen wir das immer wieder auf. Ja gut, das heißt in der PISA-Studie oder was weiß ich, wo gesagt wird, absolut unsozial, unsoziales Bildungssystem etc., dann gibt es hier eine aktuelle Stunde, sind alle immer ganz traurig und empört und dann geht es ja genauso weiter wie vorher. Ne? Das ist übrigens auch ein Punkt, warum die Leute auch so eine Krawatte haben. Ne? Wenn ich im Wahlkreis in Bitterfeld und so unterwegs bin, die fragen sich, was ist los? Ne? Also jeder sieht das Problem, aber es wird einfach so weitergemacht. Ja, das sage ich den Leuten, also hier in diesem Hohen Haus ja auch immer wieder. Also die Leute sind doch nicht blöde. Die merken doch, dass ihr die verarscht. So, wir haben jetzt zum Beispiel das Kita-Qualitätsgesetz. Das ist, nachdem es das Gute-Kita-Gesetz gab, passt der Name genauso wenig wie bei dem Gesetz vorher. Beim Gute-Kita-Gesetz gab es pro Jahr circa 2 Milliarden, ein bisschen mehr für die Kitas. Und jetzt gibt es dieses Kita-Qualitätsgesetz. Das läuft 2 Jahre und da gibt es dann für 2 Jahre 4 Milliarden. Also wenn man in der Grundschule einigermaßen durchgekommen ist, dann weiß man, 2 Milliarden pro Jahr oder 4 Milliarden für 2 Jahre ist irgendwie so ziemlich genau das Gleiche. Und trotzdem setzen sich hin und sagen, wir haben jetzt das Geld verdoppelt. Also das nimmt ja keiner ab. So, und das sind so die Momente, wo ich denke, also ich habe an dem Ding 2 Tage geknabbert, weil ich dachte, ich bin dumm. Aber nee, ich bin gar nicht dumm. Die lügen einfach. So, und das ist das Gleiche, was da draußen irgendwie auch passiert. Ne? Die Leute hören das, denken sich, denkt ihr, ich bin bekloppt oder was? Ja, genau. Also von daher ist das so ein Thema, wo wir immer wieder gerne dran gehen. Und das werden wir auf jeden Fall noch machen. Und wenn wir keinen Bock mehr haben, über Kinder zu reden, mache ich auch noch Frauenpolitik. Ist ja auch so ein beliebtes Thema. Kann ich auch noch anbieten. Da gibt es diese Woche einen Antrag zum Thema Endometriose. Kennt auch wieder keine Sau, deswegen umso besser, dass wir es hier bequatschen. Das ist eine Krankheit, die jede 10. Frau betrifft. Das, aber da macht ihr doch relativ, da gibt es doch ganz gute interfraktionelle Zusammenarbeit zum Teil, oder? Da in der Tat nicht so sehr, weil das Spannende ist, also nur so kurz zur Erklärung für die, die es nicht wissen, das ist eine Wucherung von Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter. Also jetzt mal die schönen Themen, da freuen sich alle drüber. Ist halt scheiße schmerzhaft, du kannst eventuell keine Kinder mehr kriegen und wie gesagt, jede 10. Frau betroffen ist ja nicht wenig. Aber weil es ja nur Frauen sind und keine Männer, kümmert sich keiner drum. Also wo das genau herkommt, wie man es therapiert etc., Blackbox. Und viele andere Länder forschen da ganz massiv oder versuchen da irgendwie die Frauen zu unterstützen. Nur Deutschland steht so ein bisschen da und denkt sich so, ja, ne? Und die neue Koalition hat sich ja die Gendermedizin, das hört sich immer so furchtbar an, es geht aber eben genau um solche Frauenkrankheiten, auf die Fahnen geschrieben, macht aber auch nichts, außer ein paar Millionen, 5 Millionen für Forschung, für Projekte, die sich am Rand auch damit beschäftigen. Und jetzt gibt es da aber ziemlich coole Leute, die sich organisiert haben, also die Endometriose-Vereinigung, die macht irgendwie Unterstützung von Selbsthilfegruppen, Lobbyarbeit, Aufklärung und es wird jetzt am Freitag auch eine Demo geben. Oder hat am Freitag eine Demo gegeben, keine Ahnung, wann deine Leute das schaffen, hier fertig zu schneiden. Und die haben auch eine Petition gemacht. Und das hatten wir auch als Thema im Ausschuss und in der Anhörung. Und alle haben gesagt, boah, ist voll wichtig, müssen wir was machen. Also haben wir einen Antrag vorgelegt, der natürlich super ist. Die CDU-CSU hat einen Antrag vorgelegt, der okay ist. Die werden dann beide abgeschmettert am Freitag und die Ampel legt halt nichts vor. So, also von daher, ja, alle sagen, müssen wir was machen. Aber die, die was machen könnten, die Ampel bewegt sich wie immer nicht. Und das kotzt mich halt tierisch an. Die CDU wird unserem Antrag natürlich auch nicht zustimmen, weil er von uns kommt. Es ist ja irgendwas, womit sie sonst nicht so Probleme haben. Ja gut, das kann man dann mal kurz erklären. Die Union, die haben ja immer so einen Beschluss, dass sie auf keinen Fall Anträge, egal wie sinnvoll sie sind, von Linken und AfD auf keinen Fall zustimmen, geschweige denn gemeinsam was einbringen. Ne? Also nochmal für die 8 Leute, die zuhören, kann man das ja nochmal erklären. Ne? Das machen die immer am Anfang nach einer Bundestagswahl, beschließen die das immer, also ganz theatralisch. Das ist so eine Reminiszenz noch an die 50er Jahre, in denen einige da hängen geblieben sind. Das muss man vielleicht dazu sagen. Genau. Warum? Und aufgrund dieses Beschlusses weigern die sich halt sinnvolle Sachen mit uns zu machen. Also ich meine, bei den Faschos kann man ja verstehen, ne? Aber diese Gleichsetzung, ich meine, kann man jetzt sich natürlich ewig drüber auslassen, aber ist natürlich räudig. Aber man sieht ja auch, wie gesagt, in Thüringen ist es dann auf einmal nicht mehr so Thema. Aber hier, wenn es wirklich mal um Frauengesundheit und um was Konkretes gehen würde, da
ja, gucken sie halt dann auch betreten und nee, können sie leider nicht zustimmen. Naja, gut, das ist halt so. Aber das ist ein spannendes Thema, mega wichtig, kann ich nur empfehlen. Und wenn es wild werden soll für die jungen Leute, die finden das immer total spannend, das Thema Abtreibung ist natürlich auch immer ganz vorne mit dabei bei uns, weil heute, wo wir hier sitzen, ist der Safe Abortion Day, wusstest du natürlich. Da geht es nämlich darum, dass es wichtig ist, dass Abtreibungen möglich sind und auch eben nicht unter Strafe gestellt sind, wie beispielsweise in Deutschland. Da werden Frauen und Ärztinnen ja kriminalisiert. Ist irgendwie mega scheiße. Die meisten Länder machen es anders. Deutschland hat auch schon x Rüffel bekommen, aber wir halten an diesem sinnlosen Kompromiss fest. Also man nennt es Kompromiss, es ist aber eigentlich keiner, dass man eben in den ersten 12 Wochen... War nicht gerade die Außenministerin, die ja eine, ich glaube, feministische Außenpolitik machen wollte, war die nicht gerade in Texas bei so einem Hardcore-Abtreibungs-Evangelikalen oder so? Ja, und hing auch noch bei Fox News rum. Ich meine, musst du dir auch mal reinziehen, ne? Schon ein Hammer. Ja, es ist... So. Und sag noch mal was ganz kurz dazu, ne? Da hast du ja auch wirklich, also nimm mal hier von Storch und so, die sind da ja ganz vorne weg, also so richtig krass, die Evangelikalen und andere. Sag da doch noch mal, wie nimmst du da so die Stimmung eigentlich wahr? Also das ist ja eigentlich eine Debatte, ne? Die hat schon meine Mutter, ist eine alte Kämpferin gewesen, die haben ja schon in 70er Jahren für dieses Recht gekämpft, ne? Also für die Selbstbestimmung des eigenen Körpers. Und du hast ja im Moment das Gefühl, dass du wieder also zurück in die 50er Jahre geworfen wirst, wenn du bestimmte Debatten hörst. Das ist so. Und bei mir, ich komme aus Sachsen-Anhalt, ich komme aus dem Osten, da wo du jetzt deinen Wahlkreis hast, in der Nähe zumindest. Bei uns war das in den 70er Jahren gar kein Thema, weil in der DDR war das halt nicht so. Ne? Also wir waren hier auf diesem Land schon mal ein bisschen weiter und man merkt, die Stimmung wird wieder ekliger. Also es ist ziemlich krass, was für Anwürfe man sich da anhören muss. Ne? Also die wirklich vollkommen beklopptesten Mythen. Wenn man 218 irgendwie abschafft, dann nutzen die Frauen Abtreibung als Verhütungsmittel, wo du dir so denkst, ja Bro, also auf jeden Fall richtig geil, so eine Ausschabung. Ja. Blut, Schmerz, alles finden wir mega. Also ja, es ist so ein bisschen wie Spahn, der meinte. War das nicht auch die von Storch, die Kindermörderin? Zweimal, dreimal. Ich glaube, sie hat jetzt mittlerweile den Hattrick. So. Also dafür kriegt man auch einen Ordnungsruf berechtigt. Also sie hat mich einmal Kindermörder genannt, als ich eben das Recht auf Schwangerschaftsabbruch verteidigt habe. Das hat sie dann im Ausschuss auch nochmal gemacht. Und dann ein drittes Mal in der Debatte, da hat sie mich aber Kindermörderin genannt, weil sie gelernt hat, sie muss gendern. Und das ist für mich auch so ein Erfolg. Ne? Also diese kleinen Schritte in der Bildungsarbeit, dass auch Frau von Storch dann sagt, okay, ich gender das jetzt, weil das ist der Frau wichtig. Also das ist mir aufgefallen. Aber ja, also jetzt mal im Ernst. Ich meine, mir kann dir das alles um die Ohren hauen, weil mir ist es scheißegal. So. Aber ich finde, das hören auch Frauen, die betroffen sind. Ja. Und da finde ich es einfach eklig, dass sowas in diesem Plenum in irgendeiner Form gesagt werden darf. Ne? Also es wird gerügt, klar, aber dass du solche Leute hier sitzen hast, die eben Frauen, die auch in der Notlage ganz oft sind, dann Hammer. Als Kindermörder bezeichnen, das ist einfach richtig räudig. So, aber ich meine, so sind sie halt. Ne? Aber grundsätzlich... hoffen wir, dass sich da mal was ändert, aber man muss auch sagen, die Union ist da auch oft nicht weit hinterher und selbst aus der FDP kam in der letzten Wahlperiode, da war ich ja noch nicht hier, da hatte ich ja noch einen echten Job, solche Sprüche wie, dann kann die Frau bis zum Tag vor der Geburt abtreiben und man denkt sich so, ja, auch das, also geiles Frauenbild erstens und zweitens, welcher Arzt, welche so Ärztin macht so einen Scheiß, ne? Also es ist wirklich komplett abstrus, was da aus so einem eigentlichen Eingriff der Gesundheitsversorgung ist, skandalisiert wird, ne? Also es ist wirklich... extrem. Aber das ist natürlich auch ein Thema, wo man irgendwie immer vorne mit dabei ist und wo man immer sehr viele nette Kommentare auch abbekommt. Ja, gut, aber wir stehen da ja, haben einen klaren Standpunkt in der Frage, muss man dazu mal sagen. Ich frage mal, sagt mal, was sollen wir noch erzählen? Habt ihr noch irgendwas? Ja. Dümmste Debatte sollen wir irgendwas sagen. Es ist immer so schwierig, es gibt immer so viel Auswahl. Und wir sind noch erst in der Mitte. Was war die dümmste diese Woche? Ich bin ja genau wie du auch eine der parlamentarischen Geschäftsführerin. Das heißt, ich muss ja auch viele Sachen ertragen, die irgendwie mit meinem Arbeitsfeld ja nichts zu tun haben. Aber ich bin so ein bisschen am Überlegen. Ich meine, heute diese Asyldebatte war natürlich wieder unter aller Kanone, das ist klar. Ja, ja. Aber das ist ja irgendwie jede Woche ein Highlight. Das ist aber schon krass, da ich ja schon also erschreckend lange hier im Bundestag bin und auch schon etwas älter bin. Das erinnert mich total an 1993, ne, als sie das erste Mal die ganz große Koalition das Asylrecht geschliffen haben. Da war ich übrigens in Bonn dabei. Ne? Da gab es eine Menschenkette um den Bundestag, um diese Abstimmung zu verhindern. Und gab richtig schön Stress da an den Absperrungen. Und ich finde, die Stimmung ist jetzt genau so. Ne? Also es wird ja auch die Medien, ich weiß nicht, ob den letzten Spiegeltitel gesehen habt ihr den gesehen? Den Spiegeltitel? Hammer. Ist Hammer, ne? Sie haben nichts begriffen. Also der Spiegel ist ja mittlerweile auch im Zweifel recht. So, und das finde ich schon Hammer, ne? Wie auch medial hier eine Stimmung erzeugt wird. Bei der Union gibt es ja offenbar kein Halten mehr nach rechts. Und da kann man ja sagen, also wir machen es ja irgendwie jetzt...
nicht immer nur gut als Linksfraktion, aber in dem Punkt bin ich da schon relativ stolz, dass es hier noch eine kleine Minitruppe gibt, die da wirklich dagegen hält. Weil das ist ja wirklich, das ist ja jede Woche ein neuer Vorschlag, nicht jede Woche, jeden Tag, auch in dieser Woche, jeden Tag gibt es ja einen neuen Vorschlag, der zu so einer richtigen Barbarisierung der Gesellschaft führt. Und die Nazis, die brauchen ja kein Plakat mehr aufhängen. Das machen ja andere für sie. Und das finde ich schon wirklich krass, weil du merkst das ja, finde ich, wie die Stimmung so in der Gesellschaft, wie das richtig kippt. Also auf der einen Seite also eine grottige Ampelregierung, die ist übrigens auch schlimmer als alle großen Koalitionen, die wir vorher hatten, ist meine Einschätzung. Also du hast da so eine ökonomische Panik, auch in der Mittelschicht, die nachvollziehbar ist bei dem, was die machen. Und dann hast du die Parteien, die labern das ganze AfD-Zeug nach. Also Seehofer ist damals für diese Vorschläge, gab es große Twitter-Wellen und eine Mahnwache. Und das ist jetzt ja hier normal, dass man so ein Zeug erzählt. Ja, und seit Wochen, also gefühlt bin ich in so einer Zeitschleife, so ein täglich grüßt das Murmeltier. Ich bin ganz oft Mittwochabend im Plenum und habe dann immer wieder einen Topf von der AfD zum Thema Migration, Flucht, und es ist immer wieder der gleiche Scheiß. Also immer und immer wieder. Und keiner spricht mal darüber, wo eigentlich das Grundproblem ist, weil die Kommunen sind überfordert. Ja. Ja, da fehlt es an Daseinsvorsorge, aber das liegt ja eben nicht an den paar Leuten, die dazukommen, sondern es liegt daran, dass es seit Jahrzehnten systematisch kaputt gespart wird. Und um da was zu machen, Infrastruktur, da könnte man was machen. Genau. Da könnte man investieren, zum Beispiel bei den Kitas. Wir hatten das Thema gerade, aber darüber will ja niemand reden. Genau. Also dann wäre immer genau das Problem, wenn man dann behauptet, oh, wir investieren ja voll viel in Kitas. Die Leute merken aber, es wird nicht besser und dann kommen noch Leute und die müssen wir jetzt auch noch irgendwie mit unterbringen. Ja, dann ist das einfach so eine Mischung, die dazu führt, dass die Ergebnisse von den Faschos so sind, wie sie sind. Ja, genau. Und das dann immer wegzuschweigen und dann irgendwie zu sagen, oh, wir machen tolle Projekte und Programme gegen rechts, finde ich ja alles richtig. Ne? Demokratiestärkung, mega wichtig. Ja, du kannst so viel Demokratiestärkung machen, wie du willst, wenn du den Leuten sozusagen... Die jetzt alle gekürzt werden übrigens auch. Ja, das natürlich sowieso auch. Aber wenn du den Leuten irgendwie ihre Existenzgrundlage nimmst und die öffentliche Daseinsvorsorge wirklich so verhackstückst, dass davon nichts mehr übrig ist, dann... Die Faschos müssen gar nichts machen. Die müssen einfach nur dastehen und dumm gucken. Also viel mehr machen sie ja hier auch nicht, aber reicht ja, wie man sieht. Ja gut, also halten wir fest, es ist die dümmste und gefährlichste Debatte auf jeden Fall in dieser Woche gewesen. Auf jeden Fall, Wer mit dem Privatjet zum Zahnarzt fliegen kann, muss sich über die Geflüchteten nicht aufregen. Kommen, Ja, vor allem, weil es halt also wirklich, ich muss es an der Stelle doch nochmal sagen, ich habe ja auch mit Geflüchteten gearbeitet, mit minderjährigen Geflüchteten, also in meinem früheren Leben und auch eben dann mit Älteren, als ich in der Jugendhilfe war. Und es war ein Krampf, diese Behandlungsscheine überhaupt zu bekommen, weil es nun mal so ist, gerade wenn du noch in diesem Asylprozess bist, dann bekommst du nur Behandlung bei wirklich krassen Schmerzen und dann überhaupt diesen Schein zu kriegen, dann einen Arzt zu finden und so weiter. Es ist einfach eine Frechheit, Also ja, ganz gut war heute, ich glaube, der Deutschlandfunk oder so, wer waren das? Die haben mal in dem Nest, wo Merz geguckt, also online geguckt, wann du einen Zahnarzttermin bekommst. Also du kriegst jeden Tag ohne Ende freie Zahnarzttermine. das fand ich ganz gut. Na, das war die Vereinigung der Zahnärzte, die haben nochmal gesagt, also es gibt viele Probleme da, aber nicht, dass man dort keinen Termin bekommen würde. Und aber gut, ich meine, es ist alles so falsch an dieser Aussage. Also alles. Ja, so. Punkt. Aber der ganzen PGF-Sache, die du voller Freude und sehr engagiert machst und das auch total gerne und da eigentlich am liebsten gar nicht raus willst, machst du ja auch noch Kulturpolitik, habe ich gehört. Bist im Kulturausschuss, da war doch auch irgendwas. Ich habe doch irgendeinen Post von dir gesehen. Ja, ich bin kulturpolitischer Sprecher, also das... Also ist, das merkt man, also es ist auch eines unserer Schwerpunkte quasi. Man merkt es auf jeden Fall und kann mich dem aber noch nicht so ganz hingeben, weil ich eigentlich seit 83 Tagen nicht mehr parlamentarischer Geschäftsführer sein wollte, aber ich bin es immer noch aus unterschiedlichen Gründen. Und diese Woche hatten wir auch Kulturausschuss und da ist genau so, wie in deinem Bereich auch, was du eben schon angedeutet hast, Haushaltsberatung, es wird überall durchgekürzt ohne Ende. Und interessant finde ich ja, also dass das überall so durchgeht, Also es gibt beim Das haben aber alle Bauchschmerzen. Bauchschmerzen. Ja, genau. Die Grünen haben ja vor allem Bauchschmerzen die ganze Zeit. Und die SPD findet das alles schade. Und gut finde ich ja immer, dass sie sagen, das ist alles wegen Lindner. Also sie tun es, als ob sie gar nicht in der Regierung sind. Das nervt mich dann schon und das ist im Kulturbereich ganz genauso. Und jetzt habe ich gar keine Lust mehr über Politik, ehrlich gesagt, zu reden. Ja gut, das haben wir alle nicht und trotzdem, was willst du machen? Aber ich habe gerade so eine Überlegung, ob man nicht einfach so ein paar Zuckerkügelchen gegen grüne Bauchschmerzen, also ob man einfach mal so einen Löffel Zucker umfüllt und denen das so als homöopathisches Mittel gibt. Zahlt das eigentlich noch die Krankenkasse, die Zuckerwürfel, Globuli? Ja, natürlich. Ja gut, aber das sollte man doch auch übrigens, wo wir gerade dabei sind, einfach verbieten. Ja, absolut. Du kannst dir einen Kaffee tun, genau. Richtig. Ja. Also ihr merkt, wir haben das Wesentliche haben wir jetzt besprochen. Habt ihr noch irgendwas? Wir haben jetzt wirklich keine Lust mehr. Weil wir sitzen hier, es wird dunkel draußen und wir hängen hier noch ab. Das ist irgendwie auch jetzt falsch. So. Ja, ist es so. Aber ich komme gerne wieder. Es ist einfach jetzt so eine Wertschätzung. Ja, ich weiß. Ja. Freue ich mich auch. Da freuen uns beide. Geil. Also, danke hier an das Team. Ja,
Voll cool von euch. Das ist eine tolle Idee. Okay, alles klar. Tschüss.